habe sie auf einer Party kennengelernt. Vor ein paar Wochen. Da stand die da und dann haben wir was geraucht und ein bisschen rumgemacht. Aber dann hat die mich die ganze Zeit noch angerufen, weißt du? Wollte die ständig treffen mit mir und ich habe Familie. Deswegen bin ich heute zu ihr hin, nur deswegen bin ich zu ihr, um ihr das klar zu machen, dass sie mich nicht anrufen kann. Ich meine, es geht ja nicht. Und ich also zu ihr und will mit ihr reden, ja. Und sie fängt an zu schreien, hey, mach's mir oder bringst du es nicht. Gut, ich also mit ihr ins Schlafzimmer. Und da steht sie so vor mir, ja, und ich ziehe ihr das Höschen runter. Und auf einmal stößt sie mich weg und sagt, sie will das jetzt nicht mehr. Flippt total aus. Ja. Haut mir die Nachttischlappe über den Kopf, rennt raus und schreit sich, ruft jetzt die Polizei, weil sie das jetzt nicht will. Aber ich habe da überhaupt nichts gemacht. Ich eher so hinterher und sage, hey, ich habe da nichts gemacht. Und sie schreibt mich an und schreit. Und da habe ich dieses Handtuch gesehen auf dem Küchentisch. Und habe sie einfach auf den Mund gepresst. Nur ganz kurz, weißt du? Nur, dass sie still ist, nur, dass sie nicht mehr schreit. Ich wollte einfach nur, dass sie nicht mehr schreit. Ich glaube, ich habe sie umgebracht. Was mache ich denn jetzt? Sie ist tot.